Auf meine heutigen zwei Gäste freue ich mich besonders. Man kennt sie in ganz Riedlinger Upflamöhr. Da sind Hans-Dietrich Rentschler und Michael Goldekopf. Herzlich willkommen im Studio. Ja. Guten Abend. Mhm. Michael, ihr hattet ja gestern 30-jähriges Abi-Treffen im Sportheim. Wie war's denn? Ja, also wir haben ja im Prinzip bloß ein bisschen mit der Shisha chillt. Und Sandra hat eine Erdbeerbowle gemacht. Aber ich fand's jetzt nicht so der Bringer. Ich fand's ein bisschen langweilig. Also bitte, also Michael, entschuldige, dass ich dich unterbreche, aber so langweilig kann es ja nicht gewesen sein. Mich hat heute Morgen nämlich der Typ vom Sportheim angerufen und gefragt, warum in dem Saal, in dem ihr wart, lauter zerbrochene Flaschen auf dem Boden liegt und auch ansonsten waren wir anscheinend ja, da hab ich nichts mehr davon mitgekriegt. Wo der Böni so um 2:30 rum aufgehört hat, Platte aufzulegen, da hat mich Sandra gefragt, ob ich sie heimfahren könnte, weil die hat so wenig Gas gehabt. Aber was die da drüber haben, das habe ich nicht mitgekriegt. Ne? Das finde ich jetzt geil, dass du sagst, Sandra hätte dich gefragt, ob du sie heimfahren kannst. Also wenn du mich fragst, war es eher andersrum und du hast sie gefragt. Nein, Sandra ist so gegen 2:45 auf mich zugekommen und hat mich gefragt, ob ich sie heimfahren kann, weil ich an dem Abend nichts getrunken habe. Ich glaube schon, dass der Hansi sehr gern heimgefahren hätte, aber ja, da brauchen wir jetzt heute drüber schwätzen, hat sich wahrscheinlich einfach getraut, sie zum Fragen, gell Hansi? Anderes Thema. Also die Tatsache ist, dass Sandra mich eigentlich vorgestern schon gefragt hat, ob ich sie heimbringen kann. Ja gut, aber jetzt steht immer noch die Frage im Raum. Ein kleiner Augenblick mal geschwind. Wer das Sportheim so zugerichtet hat. Hans, du bist ja eher nach Michael gegangen. Ist das richtig? Also es ist zunächst einmal richtig, dass der Michael vor mir aus dem Sportheim raus ist. Aber was er jetzt nicht erzählt, ist, dass draußen auf dem großen Parkplatz Bullen gestanden sind und ihn aus seinem Auto rausgezogen haben, bevor er überhaupt hat losfahren können. Und dann ist er nämlich mitsamt der Sandra wieder im Sportheim drin gestanden. Und was danach passiert ist, das möchte ich jetzt lieber nicht erzählen, aber es war recht emotional. Also ich war abpisst, das gebe ich ehrlich zu. Ich wollte mit der Sandra Kaffee trinken gegangen und natürlich ist man da schon frustriert, wenn die Polizei vorbeikommt und sagt, man soll wieder nein ins Sportheim und sich ein Taxi rufen. Und ich habe ja auch gar kein Geld dabei gehabt, ich habe mein Geldbeutel vergessen gehabt. Also Sandra hat mir erzählt, dass sie in Wirklichkeit viel lieber mit mir heimgefahren wäre. Ja, also Hansi, ich glaube, dass das unseren Moderator jetzt nicht interessiert, was du dir da einbildest. Also ich fand es auf jeden Fall nicht okay, dass du das Sportheim so verwüstet hast. Mit wem Sandra am Ende lieber heimgegangen wäre, wird man wahrscheinlich nicht mehr erfahren. Ihnen danke fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal. Jetzt grüß Gott, Frau Metzger. Grüß Gott, Herr Bauer. So, dann mal ein bisschen der Müll ausstellen. Ja, ich stell grad ein bisschen der Müll aus. Wieso guckt ihr so grimmig? Na, da hat irgend so ein Dackel wieder der Biomüll ins Altpapier geschmissen.